Nein! I can't remember on this monster. Oh nein! Aber egal, das ist die einfache Version dieses Monsters. Wir haben ja mittlerweile schon die Version für absolute Profis hinter uns. Wo übrigens viele geschrieben haben, ja, dass sie damit schon Probleme hatten und da einige Zeit mit verbracht haben. Was mich dann doch wirklich, ich will sagen, beruhigt hat. Weil ich habe schon gedacht, ich wäre wieder der einzige Idiot, der da wieder 8 Millionen Stunden für braucht. Klar gibt es auch die Leute unter euch, die das schon super schnell am ersten Mal geschafft haben. Aber das sind dann wirklich die Pros. Ja, aber irgendwie ist der hier auch nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe gedacht, der wäre jetzt extrem einfach, nachdem man den anderen mal geschafft hatte, aber nein. Ja, geh da rein. Haha! Ah, jetzt wollte ich den letzten noch machen und dann trifft er mich. Du Schweinesack! Lass mich in Ruhe! Blöder Mann! Komm, einen noch, den schaffen wir jetzt. Also den schaffen wir auf jeden Fall, den Boss hier. Also wenn wir den jetzt nicht mehr schaffen würden, dann... Ja. Dann könnte er mich aber einweisen. Ja, geschafft! Sauber, Leute, auch diese Kometenmünze gehört nun uns. Ja, er strahlt wieder in 1000 Teile. Er ist kaputt gegangen, dieser Endgegner. Wir freuen uns sehr darüber. Ein bigger Stern kommt auf uns zu und den nehmen wir uns auch mit. Und ja, diese Musik kann ich nun wirklich nicht nachmachen. Diese Musik ist zu special, um sie nachzumachen. Und ich glaube, ich laber schon wieder nur Scheiße hier. Ah, das ist aber echt so, wenn man sich beim Let's Play mal beobachtet, ne? Man labert ja nur Scheiße. Vor allem das Geilste ist, dass wenn ich mir meine eigenen Parts... Ja, ich gucke mir zwischendurch meine eigenen Parts auch nochmal an. Ja, wenn ich mir die angucke, dann denke ich teilweise, wie du hast das gesagt. Ich kann mich teilweise gar nicht an die Sachen erinnern, die ich gesagt habe. Ja, ich habe schon wieder nicht gelesen. Da denke ich mir dann auch immer, was, das hast wirklich du gesagt? Naja. Also nicht, weil es nicht zu mir passen würde, also weil es was wäre, was ich so nie sagen würde, das nicht. Sondern eher, weil es was ist, wo ich halt mich nicht mehr erinnern konnte. Wir haben hier alle Kometenmünzen und schon alle Kometen gemacht. Nee, da. Achso, da haben wir die Münze. Ja, aber das ist, glaube ich, wenn die Kometen schon gemacht... Nee? Nee, noch nicht mal, wenn die Kometen schon gemacht sind. Hm, komisch. Egal. Oh, hier sind noch wesentlich mehr Lücken, glaube ich. Moment mal, hatten wir denn dann da jetzt überhaupt alle... Nein, hatten wir denn da alle Kometen dann jetzt? Oh, nochmal zurück. Da haben wir sie, da haben wir sie, da haben wir sie, da haben wir sie, da haben wir sie. Okay, haben wir doch alle. Okay, so, eine Kometenmünze noch, bis wir dann wieder uns mit Kometen beschäftigen werden, wenn denn überhaupt welche da sind. Ich weiß gar nicht, ob welche da sind. Wenn natürlich keine Kometen da sind, können wir auch keine machen. Ich meine, das ist klar, ne? So, egal, machen wir erstmal den hier. Wie eine Wolke im Wind. Oh mein Gott, wie romantisch das klingt. Ja, romantisch im Sinne von Romantik. Die Romantik ist ja nicht nur in Verbindung mit Liebe, obwohl es, glaube ich, daherkommt. Also die Romantik ist ja auch hier, ne, irgendwie so ein Zeitalter-Dingens. Ach, Zeitalter ist jetzt falsch gesagt. Ach, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, dann habt ihr Pech. So. Wir werden jetzt mit der Wolke wie im Wind fliegen. Und dann haben wir aber auch schon keinen Bock mehr. Oho. So. Wolke, Wolke. Und zack. Und. Oh, ich sollte nachgucken, wo es die gibt. Die haben wir jetzt komplett hier, wenn ich das richtig sehe. Ja. Genau, wir sind hier. Genau hier. Sauber, wir haben es noch nicht verpasst. Das ist schon mal gut. Kometenmünze? Wo bist du? Da. Da ist sie drin. Ah, okay. Ich understand where the Kometenmünze is drinnen. Haha. Ja, das habe ich ja geil gemacht. So. Ey, du bist doch echt voll...
komm, ist jetzt auch egal. Oh mein, wir fliegen da hinten hin. Ha, ha. So, und hopp rein. So, hier befindet sich die Kometenmünze irgendwo fast ganz am Ende. Was für uns heißt, wir müssen vorsichtig sein. Hopp. Ja, runterspringen trägt dich, Wolke. Alles klar, komm. Du hast, ist auch einer, der die voll gelitten haben. So, jetzt müsste das aber gleich auch schon da oben vielleicht. Nehmen wir die mal mit. Kann ja nicht schaden. Jetzt bin ich hier oben. Aha, die sind da. Okay. Doch noch einiges vor uns. So. WCF! Mann! Naja, wieder überhaupt nicht knapp oder so. Nein. Scheiße, Leute, Mann. Wie blöd kann man denn schon wieder sein? Ich hab doch schon wieder echt die Krönung der Blödheit schon wieder aufgezogen. Die Krone, meine ich, die Krönung der Blödheit. Das ist eine Krönung, aber man kann doch nicht die Krönung auf... Naja, ich kann das vielleicht. Weiß ich nicht so. Alter. Komisches Vieh, ey. Du hast bestimmt auch 3 Wochen für trainiert, damit du das so kannst, ne? Ja, da triffst du trotzdem nicht. Ist schon mies, so. Oh, ja, das hat mir jetzt viel gebracht. Ey, es ist... Naja, sagen wir einfach mal nichts dazu. Ha, Kometenmünze! So, Gott sei Dank können wir hier zwischengehen, weil ich brauche das durchaus. Verdammt! Das ist nicht euer Ernst, oder? Das kann doch echt nicht sein. Mal ganz im Ernst, ne? Wir failen mehr als bei jeder Kometenmünze bei einer Stelle, wo man gar nicht failen darf, ey. Ist das denn die Möglichkeit? Kann da echt nicht wahr sein. Habe ich mich eben noch beschwert, dass er trifft. Jetzt hat er sogar fast getroffen, ey. Gibt's doch gar nicht. Mein Gott, ey. Um an der Stelle schon wieder gefailt zu haben, muss man aber auch echt schon wieder behindert sein. So, egal. Wir machen es jetzt nochmal. Und diesmal machen wir es und treffen wir auch. Und diesmal holen wir uns auch. Ja, auch das habe ich ja jetzt schon wieder unglaublich schlau gemacht. So, jetzt komm. Haha. So. Ja, warum habe ich das jetzt verschwendet, bitteschön? Ach so, das wechselt sich immer ab. Sag mir das doch. Ja! Geschafft, Leute. Sauber! Auch die Kometenmünze gehört uns. Das heißt, wir können gucken, ob irgendwo wieder neue Kometen sind. So, jetzt mal gucken, was da steht. Jetzt denke ich dran. Komm schon. Ja, das war... Du hast Kometenmünze erhalten? Ja. Jetzt sagt er nichts, ich glaub das nicht. Ah, das ist bestimmt die Zeit, wann ein neuer Komet vorbeikommt, oder? In so und so vielen Stunden kommt ein neuer Komet vorbei, sagt er bestimmt. Naja gut, so, wir gehen uns den Kometen jetzt auch erstmal holen. Wo ist der gekommen? Hier ist der gekommen. Haben wir hier sogar alles? Ja, hier haben wir alle Kometenmünzen, haben wir hier zumindest.
Ob wir hier überall alle Kometen haben, weiß ich nicht. So, das heißt, wir dürfen jetzt den ersten Bowser GR, den wir eben schon besiegt haben, das ist... Nein! 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 Nicht im Ernst, oder? Das ist jetzt nicht der scheiß Drache, den wir nur mit einem Leben besiegen müssen, oder? Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ey, nein, nein, Beeilung der Drache, nein, 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 ich will nicht, nein, ich will nicht, nein, 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 das ist einfach unfair, was der Junge da veranstaltet. Nee, nö, finde ich voll nicht in Ordnung, das, nein. Boah, wie sollen wir das denn schon wieder schaffen, ey, das ist schon wieder so eine Aufgabe, wo ich mir, ich denke, da hast du schon keinen Bock mehr zu Ah, okay, oh mein Gott, okay. Leute, ich nehme alles zurück. Wir haben doch 3 Leben. Wir müssen ihn nur innerhalb von 2 Minuten besiegt haben. Mein Gott, ey. Boah, jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein, Leute. Mhm. Weil seid mal ehrlich, mit einem Leben ist der echt übel. Also mit einem Leben ist der so verdammt übel, meiner Meinung nach. So, ich habe jetzt geguckt, dass ich ihn relativ weit hinten treffe als erstes. Was wir jetzt dann auch nochmal machen werden. Ob das von der Zeittechnik her so am besten ist, weiß ich allerdings nicht. So, jetzt habe ich nämlich das ganz hinten noch getroffen und jetzt als, ja, das vorletzte ist scheiße. Ich habe einen zu früh angefangen, ihn da zu treffen. Aber egal. So, eine Minute noch. Wir können es durchaus schaffen. Durchaus. Mein Gott, ey. Ich hab schon gedacht, die wollen mich richtig WT-fucken, ja? Ja! Geschafft! Sauber! Aber mit nur einem Leben, Leute. Mit nur einem Leben. Boah, ich glaube, den würde ich niemals schaffen. Und jetzt sagt mir nicht... Jetzt sagt mir bitte nicht, dass es einen Kometen gibt. Am besten noch den mit Feuer, weißt du, wo du den mit einem Leben machen musst, ey. Dann raste ich aber richtig aus. Das ist unmöglich, das kann keiner. Ja, okay, mit genug Übung kann man das, aber das ist so übel. Dim, dididim, sauber. Also auch dieser Stern gehört nun uns. Haha, haha, haha. Ja, das ist unser Stern. Der Stern, der kann. Nicht der Mann, der kann, der Stern, der kann. So. Alles klar. Und ein weiterer Komet. Den nehmen wir uns jetzt auch mit. Und dann werden wir wieder 2 Kometenmünzen sammeln. Also bisher klappt es ja ganz gut mit dieser Taktik. 2 Kometenmünzen, 2 Kometen. Da sind wir wirklich, da fahren wir im Moment wirklich sehr, sehr gut mit. Warum auch nicht? So, Weltenkarte, wo ist das denn? Hier, ne? Ja, sauber. Ab rein da. Und jetzt mal gucken, was wir denn hier erledigen müssen, was wir denn machen müssen, warum wir denn überhaupt hier sind. Dim, 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 Kometen, ah, Allah, ha, ha, ha. Ja, ja, Kometen, Allah. Alles klar. Dim, dim. Aha, kenne ich das? Nein. Eigentlich nicht. Da habt ihr euch was Neues überlegt. Lasst mich raten. Und es ist behindert. Ach, sowas. Ja, aber es war eigentlich relativ... Und ich weiß nicht, aber es ist doch relativ einfach, wenn wir nur jetzt hier diese Dinger sammeln müssen. Oder kommt da jetzt gleich mal was, wo ich sage, oh Gott. Läuft hier irgendwo Zeit ab, die ich bisher nicht entdeckt habe? Ah, außer... Ah, okay. Außer dass gerade irgendwie so 3 Millionen Leute meinen, hinterherrennen zu müssen. Alter, was ist denn da los? Lasst ihr mich mal in Ruhe? Habt irgendwelche Probleme mit dem Leben? Aha, alle gehen kaputt. Alter, was ist das denn? Die sind ja wohl mega krank. Das sind voll die Stalker. Das sind aber mal richtig üble Stalker, Leute. Also wenn die jetzt noch weiterkommen, dann weiß ich auch nicht mehr. Aha. Aha. Die kommen immer noch mit.
Ja, rastet bloß nicht aus. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Oh oh.